Liebe Brüder und Schwestern, ein klassisches Berufungsevangelium, das wir soeben gehört haben. Johannes der Täufer weist hin auf Jesus. Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Ja, seht das Lamm Gottes, so sagt Johannes der Täufer. Er sagt nicht, seht den König, der herrschen wird. Er sagt nicht, seht, das ist der Mächtige, der Starke, der Sieger, der Retter, der Löwe von Juda, der Herrscher. Nein, er sagt, seht das Lamm Gottes. Jesus, er kommt als Erlöser, er kommt in Demut, in Sanftmut, ja, in der Sanftmut des Lammes, weil er unser Erlöser sein möchte. Er weiß, dass er die Opfergabe sein wird, das Sühneopfer für unsere Sünden, ja, das wahre Lamm, für das die Opfer des alten Bundes, ja, die Opfer im Tempel, ein Vorausbild sind, ja, für das Paschalamm. Jesus ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Er ist der Messias, der Retter, der Erlöser. Auf ihn sollen wir hören. Ja, hören sollen wir auf die Stimme Gottes, wie der junge Samuel heute in der ersten Lesung. Er wird gerufen, er wird beim Namen genannt. Und zuerst versteht er gar nicht, wer da gemeint ist, wer da ruft. Ja, Gott ruft in seine Nachfolge, in seinen Dienst. Aber er kann nur jene rufen, die auch bereit sind zu hören. Ja, der Glaube kommt vom Hören, die Berufung kommt vom Hören auf das Wort Gottes. Ja, so sollen auch wir, wie Samuel, sagen, ja, rede, Herr, ich bin bereit, auf dich zu hören, auf deine Stimme, auf dein Wort, auf dein Gebot. Und dann zeigt der Herr auch uns, wo er wohnt. Ja, wo er zu finden ist, wie er den beiden Aposteln gezeigt hat, wo er wohnt. Andreas und der zweite war sicherlich Johannes. Dann können wir den Herrn finden, den Retter, den Erlöser, das wahre Leben in Gott. Ja, dann empfangen wir schon die Vergebung der Sünden, denn Jesus ist der Erlöser, befreit uns aus Sünde und Schuld. Und er schenkt uns neu seinen Geist. Er möchte in uns Wohnung nehmen. Ja, wir sollen Tempel sein für den lebendigen Gott, Wohnung für den Einen und Dreifaltigen. Unser Leib ist Tempel des Heiligen Geistes, so haben wir in der zweiten Lesung gehört. Ja, Gott möchte wohnen in uns. Wir sind Glieder Christi, Glieder seines Leibes. Ja, und die Sexualität ist nur für die Eheleute da, für das Ehesakrament, für die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, nicht für alle. Ja, dieses Sakrament der Ehe gibt es nur zwischen Mann und Frau. So hat Gott es geordnet, gewollt. Das ist die göttliche Ordnung. Der Herr, er schenkt uns Heil und Leben, die Sakramente. Er erfüllt uns mit seiner Freude, mit seinem Licht. So können wir Zeugen sein für den Glauben,
über diesen katholischen Glauben. In den letzten Tagen muss ich immer an ein Zeugnis denken. Vielleicht kennen Sie diese Frau, die eigentlich in der ganzen Welt herumreist und Zeugnis gibt vom Glauben an Christus, vom Glauben an die katholische Kirche. Sie heißt Gloria Polo Ortis. Es ist eine Zahnärztin. Und sie gibt Zeugnis von ihrem Leben, von dem, was sie erlebt hat. Einschneidend war für sie, dass sie ja vor diesem Mai 1995, wo sie in Bogota war, ja, dass sie vorher, obwohl sie in die Kirche gegangen ist, sich eigentlich um den Glauben, um die Gebote Gottes überhaupt nicht gekümmert hat. Nur rein äußerlich hat sie sozusagen sich fromm dargestellt, gottesfürchtig, aber eigentlich war ihr Gott und der Glaube egal. Ihr eigenes Leben, sie selber war sich wichtig. Erst das war ja wichtig. Und damals wurde sie von einem Blitz getroffen. Und sie hat sie eigentlich auf die Spitze getrieben, weil sie vorher oft gesagt hat, wenn sie gelogen hat, ja, dann soll mich der Blitz treffen, wenn das nicht wahr ist. Und es ist wirklich passiert. Und sie war total verkohlt, war eigentlich ja tot, kann man sagen, klinisch tot. Und sie war drüben auf der anderen Seite in der Ewigkeit. Dort ist sie Gott begegnet, dort beschreibt sie, was sie erlebt, gesehen hat. Ja, dass es diese Ewigkeit, dieses ewige Leben bei Gott wirklich gibt, diese ewige Freude und Herrlichkeit, die auf uns wartet. Aber es gibt auch die Hölle, die Finsternis, die Dämonen, den Teufel. Auch das hat sie erfahren, erlebt. Ja, das ist die Wirklichkeit unseres Glaubens. Und ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie das Buch noch nicht kennen, lesen Sie das. Geben Sie es vielen Menschen weiter. Es ist wirklich ein erschütterndes Zeugnis für unseren katholischen Glauben, für das, was wir im Glauben erhoffen. Gott ist Liebe und Barmherzigkeit. Er ruft alle Menschen zum Heil, in seine Nachfolge. Ja, er, der Vater im Himmel, er schenkt allen Heil in seinem Sohn. Aber wir müssen dieses Heil annehmen, das der Vater uns anbietet, im Opfer seines Sohnes, im Opfer des Lammes Gottes. Ja, vertrauen wir dem Herrn, seiner rettenden Barmherzigkeit. Jesus ist der Messias, der Gesalbte, der Erlöser und Retter. Und er schenkt sich jetzt uns wieder neu im Geheimnis der heiligen Eucharistie, um uns mit seinem göttlichen Leben zu erfüllen, um unser Leben zu verwandeln, zu erneuern, damit auch wir mutige, glaubwürdige Zeugen seiner Menschwerdung, ja, seiner rettenden Macht sein können, Zeugen für seinen Tod am Kreuz, aber auch für seine glorreiche Auferstehung. Amen.